Trader. Mit uns hast du gute Karten. Hallo YouTube. Hi. Bei mir sitzt der gute Marcel bei der heutigen Dienstags-Locals. Wir machen ja keinen Quarantäne-Stream mehr, ich musste das auch noch abgewöhnen. Und wir spielen gerade die zweite Runde. Wir haben erste Runde beide einen Draw gemacht und jetzt schauen wir mal, was jetzt hier passiert. Vielleicht nochmal ein Draw. Ich habe keine Ahnung, was du spielst. Wir schauen mal. Ich habe eben nicht so viel mitgekriegt. Ja, mir geht's genauso. Also. Ja, dann würde ich sagen, viel Spaß und dann würfeln wir mal. Ja. Wo hoch fängt an? Zwei hoch? Nee, einer kann ich sogar zählen. Digga. Ey, guck mal, okay. Das ist nur 3, wollte ich nicht zusammenrechnen. Ups, der ist. Ja, weg. Da komme ich dran. Sorry. Das wäre sogar eine 6 gewesen. 5 wäre, dann darfst du aussuchen. Dann würde ich beginnen. Okay. Dann würde man. Auf gut Spiel. Auf gut Spiel. Ja. Und dir zu Hause viel Spaß dabei. Nee, ist ein anderer Marcel, der hier ist. Hm. Bitte für die Zuschauer die Karten schön erklären. Ja, alles klar. Und für mich, ich. Was auch immer da kommt. Ich denke mal, du weißt, was abgeht. Aber guck mal. Ja, Stand by Main. Ja. Würde ich verfluchtes Eldblatt aktivieren. Mhm. Ich pay 8, feel great. Ich zahle 800 und suche mir eine goldene Zauberfalle oder einen Golden Lord. Ja, dann zahlen wir mal 800. Ah ne, jetzt brauche ich ja gar nicht mal einen Stift machen. Das können wir hier machen. Mhm, ich erinnere mich. Gute Idee, Timer läuft. Rechner. Mhm. Du kennst die Golden Landesfallen? Ja, aber die Zuschauer nicht. Okay, auch klar. ja, die aktivieren sich alle in der Spell Trap Zone und speziell beschwören sich dann als Vanilla Monster und haben dann noch einen zweiten Effekt, wenn der Golden Lord auf dem Feld liegt. Mhm. Und der Wächter würde im Resolve die ATK von einem Monster non-target zu null machen. Permanent. Oh, okay. Gut. Dann sage ich mal hier eine mysteriöse Karte gesetzt. Set. Und passt dann. Dann machen wir schon Austauschflaschen. Ne? Sieht ja aus wie Palio. Keine Sorge. Ich zieh da mal. Ja. Standby, Mainphase. Jo. Ich fange an mit Tuff Dextravaganz. Den muss ich am Anfang der Mainphase 1 aktivieren und dann verbanne ich 3 oder 6 Karten vom Extra Deck. Verdeckt. Zufällig und dann darf ich für jede 3 Karten, die verbannt wurden, eine Karte ziehen. Das Verbannen sind Kosten, verbannen wir bitte 6. Jo. Wunderbar. Darf ich ziehen? No response. Das ist aber nett von dir. Das macht es ja auch nicht besser. Das hoffe ich doch. Ja. Das habe ich mir wohl gedacht. Dann mache ich mal weiter. Ich darf übrigens für den Rest des Spielzugs keine Karten mehr ziehen. Ich darf aber suchen. Topf der Gegensätzlichkeit. Sure, ich erahne schon, was du machst. Schön Flander. Nicht ganz. Nicht ganz, okay. Jetzt überrascht mich. Ja. So, was mache ich denn? Was nehme ich denn da jetzt? Ich habe keine Ahnung, was gegen dich ist, aber böse ist in die Rock Dimensions, das ist gar nicht so schlecht. Und der Rest kommt wieder zurück ins Deck. Ich darf den Rest des Spielzugs nicht spezial beschwören. Jetzt wäre mir das nicht egal. So, das für dich. Dann lass ich es mal drauf ankommen. Ich aktiviere meinen Dimensionsriss. Mhm. Wir werden alle Monster auf dem Friedhof, die auf Friedhof gelegt werden, stattdessen verbannt. Mhm. Normal beschwöre ich Yosenju Karma 1. Und der hat noch einen Beschwörungseffekt, dann könnte ich aktivieren, damit ich weiter zu Yosenju Monster normal beschwören darf. Aber den aktiviere ich nicht. Der ist ja gar nicht der Karma 2. Das ist ja doof. Mhm. Dann kann ich mit dem jetzt gar nichts anfangen. Ich werde dann einfach ein bisschen was setzen. Mhm. Mach das mal so wie du. Und dann gehe ich in die Endphase, dann aktiviert sich der Effekt von dem ganzen Yosenju-Monster und dann komme ich zurück auf die Hand. Okay, wie ein Spirit? Genau, nur sind halt keine Spirit-Monster. Okay. Und dann darfst du. Würde ich in deine Endphase. Okay, wo aktivieren. Erklär mal bitte, was ich kann. Der ist auch ein goldener Restzauber-Falle, eine Falle, also die würde sich auch specialen als Vanilla-Monster, 1801,5. Und wenn der Lord auf dem Feld liegen würde, dürfte ich jetzt non-target eine Karte von einem beliebigen Friedhof verbannen. Okay. Da der Lord aber nicht liegt, special ich ihn einfach. Okay. Gut, dann draw a turn. Ja. Mach du bitte. Standby. Main. Ist okay. Machen wir mal einen Topf. Oh, den kenne ich ja schon. Den kennst du schon.
Dann brauche ich den nicht nochmal erklären. Ich will auch 6 nehmen. Alles klar. Da jemals einer 3 genommen, der mehr als 6 Karten oder mehr im Deck hatte? Legenden sprechen davon. Aber ja. Du darfst ziehen. Das ist schön. Okay. Dann würde ich gerne... Nein, der gute Rahmen ist nicht da geht. Wiedersehen. Tschüss. Erstmal schauen. Also, schauen wir erstmal den Damage an. Ja, das ist eine gute Idee. Mal gucken, ob ich davon hier was beschwören kann. Mhm. Mal die guten Karten gehen weg. Naja, wir machen erstmal verfluchtes Erdland. Ich zahle nochmal 800. Mhm. Ja, das mach schon. Okay. Wunderbar. Jo. Der Gonk. Gonkor. Das ist das dritte Goldene Landes Fallenmonster. Und der würde sich auch specialen als Vanilla Monster mit Stats von 5 und 1,8. Und der kann non-target eine offene Karte auf dem Spielfeld zerstören, okay, wenn ich den Lord kontrollieren würde. Ja, genau, Karten. Das Schöne ist, das ist Mintfarben. Das ist ein... Dann würde ich gerne eine Normalbeschwörung durchführen. Ja. Ghost Bay. Oh. Eine Handtrap. Mhm. Ich würde sagen, die hat jetzt im Moment keinerlei Relevanz von ihren Effekten. Aber das stimmt, die kann ja nur aktivieren, wenn du von Hand dafür abwirfst. Genau, aber ich könnte damit Spezialbeschwörung vom Friedhof verhindern. Eine Verbannung vom Friedhof oder eine oder mehr Karten vom Friedhof der Hand im Deck oder dem Extra-Deck hinzufügen. Aber nur Effekte, Verbannung vom Friedhof als Kosten halt nicht. Genau, als Kosten nicht. Das ist die Downside der Karte. Und die annulliert Aktivierung. Mhm. Und nicht den Effekt, nur den Effekt. Irgendwas darauf? Nein. Okay, dann würde ich mit diesen beiden Monstern eine Synchro-Beschwörung gehen. Welche Stufe hat die denn? Die haben 5. Ja. Oh, Synchro 8, das kommt nice. Oh, das ist wirklich gar nicht so toll. Jo, und dann... Ja, dann würde ich noch eine setzen, würde in die Endphase gehen wollen. In die Endphase? Mhm. Dann würde ich gerne in deiner Endphase was aktivieren. Sure. Nämlich den schweren Staubsturm. Yes. Ich wähle dein Eldland und die gerade gesetzte Karte. Alles klar. Gut, dann triggert mein Eldland. Wenn es vom Feld auf den Friedhof geht, kann ich eine goldene Mistzauberfalle oder einen goldenen Lord von meinem Deck auf den Friedhof legen. Gut. Das möchtest du also machen. Aktiviere meinen Makrokosmos. Dann wird alles, was auf den Friedhof gelegt wird, stattdessen verbannt und ich könnte, wenn die Karte aufgelöst wird, an Helios die ursprüngliche Sonne beschwören, aber das möchte ich nicht. Dann wird das hoch. Nicht die, sondern die. Okay, dann würde ich Still in Endphase den Conquistador nur nutzen. Die goldenen Zauberfallen haben alle im Friedhof den Effekt, dass sie sich verbannen können für Kosten und dann ein Eldixier aus meinem Deck setzen können. Oh, ja. Und das Eldixier ist die Karte, die mir den Lord beschwört. Eldixier des roten Blutmondes, ne? Des roten Blutmondes sagt Beschwörer vom Friedhof oder vom Deck. Jo. Und dann würde ich an dich abgeben. Das ist aber nett von dir. So gütig. Standby? Mhm. Mainphase? Yes. Topf der Gegensätzlichkeit. Ja. Nochmal. Ja, noch mehr Töpfe. Das, was ich davon brauche. Ja, die ist gar nicht schlecht, glaube ich. So, was konnte denn der Drachoberserker, der Tengi, da nochmal? Als Quick-Effekt, wenn du einen Monster-Effekt aktivierst, kann ich das Monster verbannen.
und als permanenten Effekt, wenn der ein Monster durch Kampf zerstört, ein Effektmonster, bekommt er die Angriffspunkte des Monsters als ATK rum drauf und er kann einen zweiten Angriff gegen ein Monster durchführen. Eieieiei, das ist ja fies. Weil es ist once per turn. Da ich nicht möchte, dass du meine Monster-Effekte annullierst, würde ich mir erstmal mit Maßregelung das Ding nämlich gerne klauen. Eine Karte von dir wählen, Monster wählen, das übernehmen, solange die Maßregelung hier liegt. Das kann ich angreifen, seine Effekte können nicht aktiviert werden. Alles klar. Kommt der mal nach hinten hin. Und wenn die Karte halt das Spielfeld verlässt, da das Monster, dann geht die Maßregelung auch. Dann normal beschwöre ich meinen Yosenju Karma 1. Ich gerne seinen Effekt aktivieren, damit kann ich eine weitere Normalbeschwörung von dem Yosenju Monster machen. Dann würde ich gerne Gamma aktivieren. Das finde ich gar nicht so nett. Das kann ich nicht verhindern, ist okay. Okay. Gamma nie geht den Effekt, zerstört ein Monster und beschwört einen Filmlord aus dem Deck oder vom Friedhof oder von meiner Hand. Ja. Das finde ich gar nicht so nett eigentlich. Also überhaupt nicht nett. Dann werde ich nochmal eine Karte setzen und in die Endphase gehen. Und dann bist du. Dann würde in der Endphase diese beiden Karten gehen. Genau, die werden verwandt. Dann würde ich in der Endphase gerne eine Hoherkehrung machen. Der banisht sich auch für Kosten und setzt mir wieder ein Elixier. Ja. Dann würde ich gerne still in der Endphase Elixier aktivieren, um mir einen Golden Lord zu beschwören. Der gute Boy. Der goldene Lord. Gut, dann draw for turn. Ja. Standby. Ja, ist okay. Würde ich gerne meine Elixier machen. Die können das auch alle machen, ne? Die Elixiere. Für die Elixiere können die goldenen Landeszauber fallen setzen und die goldenen Landeszauber fallen die Elixiere. Okay. Setze ich mir den guten ein. Dann würde ich noch eine Karte setzen und meinen Spielzug gar nicht abgeben. Das ist aber nett von dir. Ich zieh mal. Ich bin so gütig. Ich bin so gütig, ja klar. Ich kann tatsächlich nichts machen und muss schon wieder an dich abgeben. Okay. Dann würde ich in deiner Endphase gerne... den Conquistador aktivieren. Ach so, ja klar, das wäre eben schon verbannt geworden. Genau, Blue Moon konnte es noch nicht verbannen. Was? Weil der, den habe ich ja zerstört. Habe ich den zerstört? Ach, der lag stimmt, wir sind unter Makrokosmos und genau. Nicht mehr unter deinem. Dann hättest du den gar nicht setzen können. Das müsste dann wieder zurück ins Deck, ja. Die geht ins Deck, ja. Und die wäre so oder so verbannt. Die wäre sowieso verbannt. Okay. Ja, so. Gut aufgepasst, Leute. Ja. Ist dafür ist der Chat ja gar nicht so schlecht. Okay. Dann, wo waren wir? Endphase, ne? Deine Endphase, genau. Den genau, ja. Alles klar, gut. Dann. Ich wollte ja nichts machen. Würde ich gerne in deiner Endphase dann stattdessen den Wächter aktivieren. Ja. Der würde dann die Angriffspunkte von dem Draco zu null machen. Mhm. Dauerhaft? Permanent. Finde ich auch doof. Okay. Dann. Draw ich for turn. Ja. Was soll ich da machen? Wie soll ich das verhindern? Eine Zeitsiegel oder was? Standby. Man. Würde ich tatsächlich in die Battle Phase gehen wollen. Ja. Und einen Angriff deklarieren mit Lord. Das ist okay. So, 2-5, ne? Yes. Kann ich nicht verhindern. Dann Still Battle. Verband, die wird verband. Elixier. Chain Imperial Eisenwall. Oh. Ja, das ist doof. Okay. Gut, gut. Oh, habe ich kein Target? Eigentlich sollte kein Lord verbannt sein. Du hast keinen gesehen. Das
ist auch keiner. Bin ich lost, leider. Das Ding noch ordentlich durchgucken. Mhm. Ich meine, es gibt ja noch andere Targets, aber ich will natürlich den Lord haben. Ja, klar. Weil wenn ich das Elixier aktiviere und ich habe bereits einen Lord, kann ich stattdessen auch ein anderes Zombie-Monster speziell beschwören. Vom, die geht jetzt hier vom Deck oder vom Friedhof. Dann würde ich nochmal mit 2,5 poken wollen. Da möchte ich auch noch reagieren. Bitte. Dann direkt einen Angriff deklarierst. Darf ich direkt eine Spielkraft aktivieren? Die wird alle Monster zurück ins Deck mischen. Die, also alle Monster in Angriffspositionen, die du kontrollierst. Yes, Sir. Okay, dann ist das so. Dann gehen die beiden. Weg damit. Dann würde ich in die Manifest 2 gehen. Ja. Und ja, eine Link-Beschwörung machen. Mhm. Auf die Spinne. Okay. Und dann würde ich meinen Spielzug tatsächlich an dich abgeben. Ist aber nett von dir. Standby, mate. Mhm. Geh mal, Tal der Toten. Das sagt nochmal, keine Karten mehr vom Friedhof bewegen, oder? Nee, wir können keine Karten vom Friedhof verbannen und alle Karteneffekte, die Karten im Friedhof woanders hin bewegen würden, werden annulliert und alle Karteneffekte, die Typen und Eigenschaften im Friedhof ändern, werden auch annulliert. Oder alle Grabwächter kriegen 500 Karten. Ja, das ist natürlich sehr relevant, ja. Ja, vor allem die sind, ja, Grabwächter sind diese super Karten. Ist das okay? Ja, ist fein. Ich meine, du hast mir die ja eh annulliert, also kann ich die mir auch selber annullieren. Weil Teil der Toten annulliert die beiden. Mhm. Ich normal beschwöre. Lucentio Karma 3. Mhm. Und wird seinen Effekt benutzen. Die Karmas können alle ein weiteres Yosenju-Monster normal beschwören. Ja. Yosenju Itzna. Mhm. Die kann es nicht. Die hat aber einen tollen zweiten Effekt. Der erste Effekt, den kann ich von der Hand abwerfen. Mit dem zweiten Effekt kann ich auch, falls ich anderes Yosenju-Monster kontrolliere, darf ich eine Karte ziehen. Mhm. Fein. Ist das okay? Ja. Das ist aber nett von dir. Oh, das war schön. Die Karte aktiviere ich auch direkt. Kann ich jetzt endlich wieder öfter spielen. Demnächst. Ich aktiviere Feuerformation Tanky und würde mir gerne einen Ungeheuer-Krieger suchen. Stufe 4 oder niedriger. Okay. Aber ich kriege trotzdem Attika. Ja. Genau 100. Ja. Dann gehe ich in die Battle Phase. Sure. Und dann nehme ich Yosenju Karma 3 für mit 1,6 seine Linkspinne an. Und dann nehme ich 600. Verdient, würde ich sagen. So, und dann würde ich gerne mit Itzna direkt angreifen für 800. Yes. So, da ich dich direkt angegriffen habe, beziehungsweise da ich Kampfschaden gemacht habe mit einem anderen Yosenju-Monster, aktiviert sich Karma 3 und damit darf ich mir dann ein weiteres Yosenju-Monster suchen. Dann würde ich das gammern. Das kannst du nicht, das ist in Damage-Step. Dann würde ich das nicht gammern. Und ich suche mir den guten Yosenju Karma 1. So, dann gehe ich in die Main Phase 2 sure. Und in die End Phase, dann aktivieren sich deren Effekte und die kommt zurück auf die Hand. Das kann ich gammern. Das kannst du gammern, dann würde ich sagen, ja, Chainic 1, Chainic 2. Gut, dann gammer auf Chainic 2. Ja. Und dann geht die. Spielst du mehr als einen Driver? Unexpected? Ja, etwas. Und dann kommt mein Karma 3 zurück auf die Hand. Und deine Dinger werden verbannt. Nö. Ach ja, ja klar. Dann bleiben die einfach da liegen. Das ist voll, voll unfair. Ja, das ist voll unfair. Sag ich doch. Ja, okay. Dann draw ich for turn. Mhm. Okay, Standby Main. Hm. Ja. Synchro 8 würde gehen. Ja, Synchro 8 würde gehen. Oder Link 2 auf dem Halki. Erstmal geht Lord Effekt kosten. Mhm. Ich habe Gold bei abgeworfen und targete Tal der Toten. Das finde ich voll unfair. Kann ich nun mal nicht ändern. Die wird zerstört, ne? Die wird gesendet. Wohin? Also nur auf dem Grave. Ja, okay. Genau. Die wird nur auf dem Friedhof. Genau. Dann würde ich gerne Lords Effekt im Grave aktivieren und Kosten zahlen. Mhm. Dann würde sich der Lord auf die Hand zurückgeben. Dann kann ich ein Zombie-Monster von meiner Hand spezial beschwören. Dieses Monster, was ich beschworen habe, bekommt einen Push von 1000 und kann bis zum Ende deines nächsten Spielzugs nicht durch Karteneffekte zerstört werden. Okay. Auch der Push bleibt so lange. Mhm. Dann würde ich mit diesen beiden Guten eine Synchro 8 machen. Auf einen Omega. Klar. Und dann würde ich gerne in die Battle Phase gehen. Ja.
und dich mit 3-5 angreifen. Da kann ich darauf reagieren, nämlich mit einer Maßregelung. Würde mir gerne deinen Lord klauen. Sure. Er hat dann immer noch 3-5. Yes. Und kann immer noch nicht durch Karteneffekte zerstört werden. So ist es. Oh, ich darf mit dem nicht angreifen, seinen Effekt nicht aktivieren. Ja. Dann. Möchtest du noch weiter angreifen? Möchte ich nicht weiter angreifen. Okay. Und pass mal dran. Alles klar. Ich zieh da. Uiuiuiui, das ist ja schön hier. Standby. Mainface. Jo. Ich Normalbeschwörung. Yosenju Karma 1. Ich kann seinen Effekt benutzen. Ja. Für eine weitere Normalbeschwörung auf Yosenju Karma 3. Und auch gerne seinen Effekt benutzen. Für eine weitere Normalbeschwörung auf Yosenju Karma 2. Ich habe keinen Handkarten mehr, seinen Effekt benutze ich nicht. Okay. Dann benutze ich den Effekt von Karma 1. Der kann nämlich, falls ich ein anderes Yosenju-Monster kontrolliere, kann ich eine offene Karte von dir wählen und die zurück auf die Hand geben. Okay. Ich nehme dann Omega. Ja. So, dann gehe ich in die Battleface. Das dürfte dein Spiel sein. Ja, das sieht gut aus. So, jetzt dürfen wir sogar siden. Das ist gut. Im Stream schon ewig nicht mehr gemacht. Letztes Mal, vor 2 Wochen danach, dann ist schon ewig, dann schon ewig her. Hab ich überhaupt irgendwas für mich? Ja. Wann ich wieder Cyberdrachen spiele? Gute Frage, da das, dass ich jetzt nicht mehr drei Decks pro Stream spiele, sondern nur noch eins bei den Dienstagsogels. Mal gucken, wann ich wieder Cyberdrachen spiele. In 2 Wochen spiele ich dann auf jeden Fall das Deck, was ich auf der Deutschen Meisterschaft spiele. Das muss ich ja dann vorher noch mal ein bisschen üben. Alles gut gegen dich. Ich weiß nicht, was ich aushalten soll. Ja, ich bin auch in Bochum. Ich habe Ticket schon bestellt. Oh, mein Ticket. Und ich bin auf jeden Fall da. Was ich spiele, verrate ich aber noch nicht. Deshalb bist du auch in Bochum. Was? Bist du in Bochum bei der Deutsche Meisterschaft? Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Ich hoffe mal, dass man so langsam dann mal über die App die Deckliste mal eintragen kann. Das wäre mal gar nicht so schlecht. Wenn ich das früh mache, vergesse ich das nachher nicht. Puh. Bochum ist ja zum Glück nicht so weit weg. Ja, ich werde auf jeden Fall den nächsten Hotel buchen. Nee, ich denke, ich werde fahren. Ja. Denke ich mal. Oh, Rückweg schon bei Mac ist vorbei. Ja, da freue ich mich drauf. Ich habe auch meine Invite zur EM jetzt gesehen. Da kam ja so eine Liste raus. So, habe ich mir erstmal geguckt. Jo, Invite gesichert. Ja. Wäre natürlich schön, wenn da auch mal langsam ein Datum feststehen würde. Ja, ist halt alles die Frage, ob das dann stattfinden kann oder nicht und wo die stattfindet. Das ist aber auch schon irgendwie diffus, dass eine DM stattfinden kann, aber eine EM nicht, ne? Ja, EM ist halt immer, ist halt wieder international. Ja. Und bei einer National kannst du mal sagen, gut, wir gehen nur nach deutschen Regeln. Wenn du jetzt so einen anderen hast, wo du sagst, halt keine Großveranstaltung und dann ist das halt auch für die dann halt so mit Einreise und Ausreise dann eben ein bisschen doof. Aber Corona kennt keine Grenzen, ne? Ja, genau. Und ich glaube, zur DM, weiß nicht, dürfen dann nur Leute aus Deutschland teilnehmen? Nee, aber du darfst ja nur eine National pro Jahr machen. Ach so. Und deshalb ist halt, gehst du halt normalerweise zur eigenen. Ja, okay. Wer darf jetzt anfangen? Ich würde beginnen. Alles klar. Dann auf ein gutes Zweites. Ja. Alles klar. Stand by Main. Ich starte wie gerade mit deinem verfluchten Eldland. Okay. Und würde den Effekt gerne nutzen. Ja. 800 Zahlen. Ich muss vorher nochmal resetten hier. Yes. Andauernd das vergessen würde. Würde ich mir gerne eine goldene Landeszauberfalle oder einen Lord der Hand hinzufügen. Alles klar. Jetzt wird der Wächter. Okay. Ha, ich war schneller als der Shit. Mein Lebenspunkt resetten. Dann. Müsst du mal Stream aktualisieren, dann seid ihr wieder dabei. Würde ich 3 Karten setzen. Und meinen Zug an dich abgeben. Würde ich jetzt für einen Blitzsturm geben. Hast du keinen Blitzsturm? Ja.
Das war. Aber willst du schon mit diesem Deck spielen, ist ein bisschen doof, weil ich dann so selten aktivieren kann. Allerdings dann, wenn ich Second gehe. Deswegen benutze ich den so wenig. Ich fange mal an. Stamperfest? Ja. Mainfest? Jo. Tal der Toten. Delta. Warum bist du sicher, welcher ist? Kann ich nicht verhindern. Das ist der Zauberkarten negiert und zerstört. Genau. Und dann einen Driver ruft. Ja. Wobei ruft er nicht erst Driver und zerstört alles. Ja. Es ist auch egal. Ja. Es passiert auf jeden Fall beides. Ja. Dann kann ich mal Tanky machen und mir einen Ungeheuer Krieger suchen. Okay, dann nicht. dann nicht. Dann mach ich es einfach nicht, ist auch egal. Ja, wenn es egal ist, dann muss ich keinen Tanky spielen. Jetzt ist mir das egal. Also. Ich mich jetzt über aufrege, dann macht es mir alles kaputt. So. Ich setze 3 und dann bist du dran. Dann die beiden. Die werden gebanished, genau. Endphase. Hätte ich gern noch einen Wächter aktiviert. Ist okay. Na, okay, ich setze mal einfach hier. So, und dann. Laufschein. Stand by Main. Mhm. Würde ich meinen Cursed Admin aktivieren. Nochmal für 800. Wunderbar. Gut, dann ist 8000. Diesmal hole ich mir den Lord. Okay. Schön, ist ja gut. Dann. Ein bisschen Angst vor deiner Backrow. Ja, dafür spiele ich das ja gut. Twin Twister, Kosten. Oh. Die beiden. Ah, da. Zweimal Maßregler. Oh, nice. Das schmeckt. Dir vielleicht. Dann würde ich den Golden Lord Effekt aktivieren, Kosten. Da aktiviere ich dann einmal Aussetzen drauf. Was ist das? Die Karte kann ich einfach nur aktivieren, wenn ich keinen spezialbeschworenen Monster habe. Außerdem, solange ein Monster offen auf dem Spielfeld liegt, werden die Effekte annulliert in dem Spielzug, wo es spezialbeschworen wurde. Und falls ein oder mehr Effektmonster spezialbeschworen werden, dann werden, wenn die in Angriffsposition beschworen werden, die in Verteidigungsposition gedreht. Und die Effekte hängen nicht zusammen. Also auch Linkmonster verlieren ihre Effekte in dem Spielzug, wo die spezialbeschworen sind. Also egal, ob ich das... ja, okay, ich verstehe. Also ich kann ihn zwar beschwören, aber er wird in Verteidigungsposition gedreht und da fehlt sein Effekt. Genau. Du darfst erstmal auf die Hand nehmen und dann beschwören. Ja, ja. Dann beschwöre ich. Dann bekommt er auch den Push und den Schutzeffekt. Und dann triggert Eldland. Ja. Push bekommt er. Kommen wir unter dem. Und falls du dies tust. Nee, das ist ja danach. Falls du dies tust, falls du beschwörst, dann ist dein Effekt ja schon annulliert. Sein Effekt ist ja so oder so annulliert. Ja, das ist aber nicht sein Effekt. Das ist ja nicht der Effekt von dem Lord, der auf dem Spielfeld liegt, sondern das ist der Effekt von dem Lord, der im Graveyard lag. Stimmt, hast du recht. Ja. Gut, dann würde ich in die Endphase gehen und den Conquistador verbannen. Jo. Würde einen Elixier setzen. Das ist immer, wenn ich eins beschwöre. Genau. Okay. Nur Normal Summon nicht? Nein, weil alle nur Spezial beschwören. Mhm. Und nur Effektmonster werden in Death gedreht. Asta, also Vanillas kann ich in Antrag. Okay, Asta. Genau. Ja, dann dein Zug. Dankeschön. Standby, Main. Okay. Ist auch mal so viel Backrow da hinten, das geht auf Keks. Nochmal für Essential Karma 1. Perfekt. Skill Rain. Das ist jetzt doof. Okay, okay. Ich zahle 1000. Ja, musst du ja. Kannst du dich einfach tot zahlen? Ja, nee. Schwierig, zumindest sehr schwierig, ja. Ja. Skillband finde ich jetzt eklig. Dann bringt mir die Karte schon wieder nichts. Wie viel Def hat das denn? 2,5. Ich renne nicht mehr drüber. Dann kann ich dich auch nicht angreifen. Dann gehe ich einfach in die Endphase und da ich seinen Effekt nicht aktivieren kann, kommt auch nichts zurück auf die Hand. Da sein Effekt annulliert wird. Jo, dann würde ich in deiner Endphase gerne Eldixi aktivieren. Ja. Beschwört mein Lord. Ich vermute mal, er spielt sowas wie Eldritch Stun und nicht Eldritch Gadget. Oder wie auch immer du das Deck nennen willst. Das, ich habe keinen Namen dafür. Ich spiele auf jeden Fall Eldritch seit dem ersten Tag. Ich habe fast jede Version durchgespielt. Okay. Zieh mal. Draw of Turn. Standby. Naja, er kann aktiviert werden, aber ich kriege ihn irgendwie. Er muss aktiviert werden, der Karma 1. Dann würde ich die beiden Angriffspositionen drehen. Mhm.
und würde in die Battlefest gehen. Ja. Und mit 2,5 dein Gesinn gearbeitet. Dann kriege ich 800 Punkte Schaden. Das ist ein 900. Nee, das war ein Sieg. Achso, der ist ja noch mehr. Durch Tinky. Mhm. Und dann würde ich gerne mit dem zweiten Nord angreifen. Das geht. Das sind 2,5. Die muss ich dann leider hinnehmen. Okay, dann bist du bei 4 Siegern. Genau. Alles klar. Mir 2. Mhm. Ist das einer? Dann würde ich in die Endfest gehen. Ja. Und meine Dixie verbannen. Und mir noch eine Beppo setzen. Mhm. Junge. Es gibt Dinge, die kann man sich nicht ausdenken. Dreimal selber hintereinander oder sowas? Ja, sowas ist einfach immer heftig. Mhm. Sollen wir mal einmal mehr gut mischen. Ja. So. Ja, oder mit Extravaganz 2, Extravaganz nachziehen. Ja, das ist der Klassiker. Immerhin kannst du mit Port of Desires keine 2 Desires nachziehen. Und da stimmt, ja. Dann. Dann ziehen wir mal. Standby, Mainface, ja. Wo bei Toft Extravaganz waren. Weiß ich noch länger. Ja. Der Kosmos ist oder so zahlen, selbst wenn du mir jetzt energierst oder nicht. Das ist so, ja. Verband doch mal bitte 6 Stück. Ich glaube nicht, dass es bei dir einen großen Unterschied macht. Oder? Großen nicht, aber eventuell einen kleinen, je nachdem, was ich jetzt ziehe. Mhm. Darf ich ziehen? Ja, ist fein. Das ist aber nett von dir. Das ändert auch nichts. 2 Lords, ein Skill Drain. Machen wir Game 3. Okay. Das ist mir mal so schön verbannt. Das hätte doch was geändert. Genau, was ich gezogen hätte, das hätte. Wäre fies gewesen. Hm. Ich habe leider nicht so ganz verstanden, was bei deinem Deck passiert. Echt nicht? Nein. Wieso nicht? Also nicht. Also ein Deck so wie deins habe ich überhaupt nichts, was ich gescheit gegen sideen kann. Hm. Quatsch, ich lass so stehen, ist gut. So also was wie Makrokosmos hast du verstanden? Ja, ich weiß, das hilft schon gegen die Ja, das verstehe ich schon. Das ist auch actually gut. Ja, vor allem dein Monster kommt mit auf die Hand zurück. Ja, aber es sind ja alles nur kleine Monster, die. Ja, aber der eine kann auch zur Hand zurückgeben, der andere kann suchen, einer kann direkt angreifen. Ja, kein großes Extra-Deck, weiß nicht. Das ist irgendwie. Ich meine, das Extra-Deck ist nicht viel, was ich brauche. Ja. Man, gegen dich kannst du ja sagen, ich habe im Side-Deck halt Geisterschnitte, Winterkirschblüten. Da kann ich halt eine ganze Menge mitmachen, wenn ich es dann reinzeite. Aber gegen dein Deck bringt mir das ja nicht ganz so viel. Ja, ich habe zum Glück Back-Removal gehabt, aber. Ja, Back-Removal habe ich ja auch drin, nur muss man erstmal kriegen. Ja, das stimmt. Ich arbeite dran, dass das nicht passiert. ich merke das schon. Es fehlt nur noch hier so dieses ich gucke die oberste Karte an, hat, oder die obersten drei, lege ich die zurück, beliebig rein. Ja, zurück. Ja. Das Orakel, oder wie es heißt hier von Ur oder hier diese Valkyrenkarten. Ich würde gerne anfangen. Ja, klar. Hast du es gedacht? Ja. Ich habe mit dem Deck mal gegen Dirks, was war es, Kaiju Time Lords gespielt. Der konnte einfach gar nichts machen. Einfach null. Standby, Main? Ja. Durfte extra aber ganz. Ich liebe diese Karte. Das mal würde ich session. Ja, dann verband trotzdem bitte. Ich würde das trotzdem 6 sagen. Hätte ich eh gesagt. Fair enough. Ja. Und dann kriegst du auch die obersten 6 einfach. Das ist aber nett von dir. Das ist bestimmt eh Zeug, was ich gebrauchen kann. Ja, die beste Karte, wieder verband. Die sehe ich heute so oder so nie. Dann aktiviere ich mal Teil der Toten. Ich hab gehört, das magst du nicht so gerne. Ja. Das ist ein schöner Gesichtsausdruck. Genau das kriege ich immer, wenn ich Zombie-Welt spiele. Das gefällt dir, ne? Ja, klar. Ich setze noch 3 und du bist. Okay. Draw for turn. Ja. Ja. Stand by Main. Nein, die Yosenjus kommen nicht zurück, weil es eben ein Effekt ist, der sich aktiviert und deshalb kommen die nicht auf die Hand zurück. Weil der Effekt halt annulliert wird von der Scale Drain. Deswegen bleiben die auf dem Feld. Das sind keine Spirit-Monster, die grundsätzlich immer zurück auf die Hand kommen. Wobei Spirit-Monster kannst du auch einfach annullieren, die kommen auch nicht wieder. Das sind halt Spirit-Monster, die keine Spirit-Monster sind. Ja, ich will Twin Twister aktivieren. Und die beiden Tage. Ich hab voll Ekel. Jetzt muss ich die anderen nehmen können. Ey, 2 ertrinkende Spiel. Jo. Junge, Mann. Ja, dann.
TVL-Land? Das wäre schön. Das wäre jetzt genau das, was ich gebrauchen könnte. Nee, ich würde die beachten. Das darf ich nicht. Darf ich das für Kosten managen? Nein, du darfst gar nicht verbannen. Darf das gar nicht. Sagt verbannen. Nicht als Effekt, sondern einfach können nicht vom Friedhof verbannt werden. Alles klar. Dann würde ich nur die beiden setzen und nicht abgeben. In deiner Endphase. Schwerer Staubsturm und ich werde die beiden. So, komm. Uff. Du hast immer noch eine Karte. Ich habe nur eine Karte auf dem Feld. Ja, alles klar. Und dann zieh ich mal. Ja, und dann gucken wir mal. Grindy Shit. Ich setze eine und du bist. Draw for turn? Ja. Pass. Ich hab bestimmt ein Gamma gezogen oder so. Standby, Main. Mhm. Ich setze eine. Dein und du bist. Draw for turn. Wunderbar. Standby Main. Kosten Lord Effect Target. Der Schmerz. Habe ich jetzt zufällig schon vom Graf gerufen gesetzt? Nee, habe ich nicht. Hm. Okay. Jetzt kann er wieder alles machen. Jetzt kann er wieder alles machen. Würde ich das Elixier banishen? Ja. Würde dafür einen Wächter setzen. Dann würde ich gerne den Lord-Effekt im Grave machen. Kosten zahlen. Würde sich beschwören. Ich benutze das ganz gerne. Dann ja. Würde ich gerne in die Battleface gehen und dich mit 3-5 angreifen. Kann ich das verhindern? Mit Maßregelung laufen. Nee, kann ich nicht verhindern, ist okay. Okay. Dann Endphase. Also Mainphase 2, Endphase. Ja. Wächter-Effekt. Also die drüben, die Jungs haben jetzt Timeout, wir haben noch tatsächlich 10 Minuten. Oh, das ist ja nice. Ja. Dann würde ich da eine Elixier hinsetzen. Wanderbrise war ziemlich gut, hat direkt 2-0 besiegt. Dann sagst du. Gut, dann ziehen wir auch mal. Das könnte mir. Ne, es hilft mir gegen den wahrscheinlich wenig. Standby, Main. Ich aktiviere einfach Dimensionsriss. Okay. Und. Dann das so. Dann würde ich dann entfernt das Elixier banishen für Kosten. Und mir einen Conquistador setzen. Dann bist du ja noch in deiner Endphase, in meiner Endphase. Dann kann ich ja noch was machen. Yes. Ich hatte ja keine Battleface in dieser Runde, also kann ich ja noch. Staubsturm. Genau, die beiden. Dann sind die weg. Dann sind die weg. Wunderbar. Das ist dann so. Okay. Das ist dann einer, zwei. Okay, alles klar. Dann ist der auch weg. Draften. Ich weiß nicht, was. Ja. Was. Was Viana Brise gespielt hat, ich war nicht hier, ich hab's nicht gesehen. Ich war drüben und hab unentschieden gespielt gegen Jan, gegen unseren guten Jan. Gegen seinem Deck. Standby-Phase. Ja. Der Effekt. Klar. Was soll ich verhindern? Gucken wir mal, wenn noch ein Konk haben, müsste eigentlich noch einer da sein. Da ist er. Dann Main-Phase. Put. Klar. Für 6. Wir machen jetzt Ash aus dem Deck oder so. Irgendwann kommt das, wenn du wieder Karten aus dem Deck aktivieren kannst. So eine Handvoll haben wir ja schon, aber die Charmer, die können sich ja direkt auf dem Deck spezial beschwören. So, die zieh mal ruhig, ist okay. Und das soll man nochmal sagen, ne? Genau. Okay. Was ist denn das? Double Sleeven vom Main Deck, Dragon Shield. Ja. Dragon Shield jetzt ein paar Mal ausprobiert und ich kann ihn nur empfehlen. Ja, absolut. Rain Shield ist super. Ja. Also die ganz normalen Sleeves gehen auch erst, also die werden eher so schmutzig, dass du sie nicht mehr anpacken willst, bevor sie wirklich kaputt gehen. Stimmt. Jo, dann würde ich in die Battleface gehen wollen. Ja. Und dich mit Lord angreifen. Der hat jetzt immer nur 2-5, ne? Der hat nur 2-5. Ist aber nett. Das ist ja nicht so viel, ne? Genau, nicht so viel. Weniger als ein Blue Eyes, also. Okay, dann Memphis 2. Soll ich diese beiden Karten setzen? Jetzt noch ein schwerer Staubsturm. Und dann würde ich meinen Zug abgeben. Okay. Standby, Main. Ich setze mal ein und du bist. Hab ich überhaupt schon Monster gesehen, ne? Und dann. Super. Kann ich hier noch was. Nee, da geht nichts mehr. Drop Turn. Aha, okay. Das ist also noch wieder live. Standby Main. Ja. Battleface. Ja. Angriff mit Lord. Ah, muss ich jetzt darauf reagieren? Musst du, ja. Ja, ertränkende Spielkraft. Geht er zurück ins Deck? Okay, dann geht er zurück ins Deck. Ich habe zumindest noch einen Zug, den ich jetzt eventuell überstehe. Ich weiß ja nicht, was er jetzt noch kommt von dir. Still Battle. Ja, eben. Ja. Angriff?
Mit 1,8. Das habe ich noch überlebt. Was kommt jetzt noch? Still Battle. Ich habe noch 200 an der Erzählungsrunde. Und der hat 500. Ach komm, ist egal. Urteil. Urteil für 100. Urteil für 100. Strong, strong. Okay, okay, okay. Dann würde ich noch eine mysteriöse Karte setzen. Alles auf die letzte Draw-Card. In der Manifest 2. Ja, klar. Ja, dann zieh mal. Ich zieh. Ja. Komm, aktivierst Teil der Toten. Und du bist dran. Okay, also wenn das nicht schon klar wäre, dass das Game ist. Ja, ja, klar. Dann ja, Battle. Ja. Eins ab. Ja, dann geht die zweite oder die dritte Runde an dich und damit geht das ganze Duell an dich. Ja. Ganze Match. Und das war unser zweites Match. Das hat mir hat Spaß gemacht. Ich mag Eldlich jetzt nicht unbedingt so sehr, aber doch, hat Spaß gemacht. Und mein Deck, ja, ist halt Stun-Deck, ne? Ja, ist aber unexpected auf jeden Fall. Also habe ich ja, so auch noch nicht gegen gespielt. Deswegen war ich ein bisschen verwirrt, was ich überhaupt machen soll. Du guckst die Streams nicht so oft genug. Hättest du das Ding schon mal gesehen. Ich habe den Stream noch nie geguckt. Das geht so nicht. Du musst den Stream öfter gucken. Okay. Ich hoffe, ihr hattet zu Hause genauso viel Spaß wie wir. Und ja, wir gehen da mal rüber. Die anderen sind schon fertig und schauen uns da mal an. Wer gleich kommt, viel Spaß dann. Und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.